Hallo, ihr Quirlinge! Die Dockarbeiter schlafenderweise bewegen sich sogar, habe ich gerade gesehen. Die da liegt jetzt anders und der hat sich gerade auch bewegt. Wir sind immer noch an der Nähe der Dockingstation der Groundbreaker. Ich habe hier einen Ruheraum der Dockarbeiter infiltriert, nennen wir es mal so, und hier einen Durchgang in einen Nachbarraum entdeckt. Und bin neugierig. Oh. Look out! Wer bist denn du? Wer bist denn du? Wo bin ich hier? Scheiße! Okay. F. Wo bin ich hier? Das war unerwartet. Aber oh, kein Problem für einen Liftboy. Meine Fresse, das ist hier irgendein eine geheime Bucht. Banditen. Und ja, die Plasma-Schock-Kanone, die Schockkanone ist es, wirkt sehr gut gegen solche dicken Roboter, auch gegen die richtig dicken. Nicht nur gegen so kleine wie in der Geothermie-Kraftwerk. Weil den hätte ich mit kinetischen Projektilen Neodimmer aus dem Schuhen geschossen. Au! Darauf nehmen wir mal irgendwas. Nimm einen Apfel. F benutzen jetzt. Übel. Wo sind wir hier? Was ist das für ein Schiff? Wem gehört das? Warum sind hier Banditen? Wäre doch toll gewesen, wenn ich diesen Kopfgeldauftrag hier noch erledigt hätte können, Werkbank. Achso, wir haben zuletzt ein paar neue Mods gefunden. Richtig, was ist denn das alles? Jagdausrüstung. Fernkampffähigkeiten plus 5. Dieses Kit versteift die Armteile der Rüstung. Das hilft gegen Rückstoß und Schwanken und erhöht somit Fernkampffähigkeiten. Aha. Sicherheitsgriff. Nachtigallschritt. Ein Satz geräuschabsorbierender Materialien und gedämpfte Gelenke, die insgesamt dafür sorgen, dass die Rüstung weniger Lärm beim Bewegen verursacht. Aha. Ja. Also wenn Drinky eine bessere Rüstung hat, die wir ja garantiert finden werden, dann denke ich darüber nach, ihm da was dran zu pappen. Aber im Moment mache ich das nicht. Ich glaube, wir sind jetzt hier sicher. War hier irgendwas? Nein? Achso, dich noch. Richtig. Schlüssel gerade zum Raum. Reparaturhangar. Ach, das ist der Reparaturhangar. Aber warum sind da Banditen drin? Reparaturhangar. Das ist nicht logisch, dass ein Reparaturhangar hier von Banditen bemannt wird. Und dieses komische Shuttle hier, das ist ja nur ein sehr kleines Schiff im Vergleich zu Unreliable. Das kann man leider nicht betreten. Da oben ist so was. Ich habe es gesehen. Oh, wie komme ich denn da hoch? Da oben ist was drauf. Ja, komm, das schaffen wir. Liftboy. Ohoho, was haben wir denn hier? Mag Dietrich. Schwere Munition. Was ist das? Bebebeil. Kennen wir. Noch irgendwas oben? Auf Regalen? Nein. Gut. Von hier aus gibt's... Hier ist noch eine Tür, warte mal. Hier nebendran ist eine Tür. Ist da jemand?
Nein. Ist das das Versteck von diesem Megret? Ja, ist er gerade nicht zu Hause. Terminal benutzen. Hauptmenü. Prisma Hammer Forschungsterminal. Aha, Protokolle. Anormale Störung, Fehler. Aha. Protokolleintrag 01, Entdeckung. Beim Durchstöbern der hinteren Buchten bin ich auf eine ziemlich alte Hammersmith oder Hammersmith-Kiste gestoßen. Das ist vielleicht dieses Ding hinter uns. Die anscheinend vor langer Zeit versiegelt wurde. Mit ein bisschen Muskelschmalz und Entschlossenheit konnte ich sie aufbrechen. Aber was ich darin fand, nämlich einen Prototyp-Hammer, hat mich ziemlich verblüfft. Ich wusste nicht, dass Hammersmith tatsächlich Hämmer herstellt. Aber ich habe ihn ins Labor gebracht, um ihn genauer unter die Lupe nehmen zu können. Er strahlt so merkwürdig. Selbst wenn ich die Augen schließe, kann ich die Nachbilder noch lange sehen. Mysterium? Ich habe mich ausgiebiger mit dem Hammer beschäftigt. Das Innenleben ist ein wahres Kunstwerk. Thermale, elektrische und chemische Systeme arbeiten alle harmonisch zusammen. Wie ist das überhaupt möglich? Die Waffe ist ein Durchbruch in Sachen Schaltkreise und Ingenieurskunst. Außerdem scheinen viele der Systeme manipulationssicher zu sein. Die Waffe umgibt eine seltsame Energiesignatur, deren Ursprung ich noch nicht ausfindig machen konnte. Die Luft schmeckt nach Kupfer und mir sind mehrere Zähne ausgefallen. 3. Ärger? Ich hatte so wunderschöne Träume in allen Farben des Regenbogens, seit ich den Hammer in meinem Schlafzimmer aufbewahre. Aber mehr dazu später. Zuerst die guten Neuigkeiten. Die Energiesignatur stimmt mit Blondlots schwer nachweisbaren N-Strahlen überein. Das bedeutet, dass der Hammer jetzt 4 elementare Eigenschaften besitzt. Elektrizität, Plasma, Korrosion und Strahlung. Jetzt die schlechten Neuigkeiten. Bei meinen Versuchen, die Selbstzerstörungsfunktion zu deaktivieren, habe ich unbeabsichtigterweise ein kleines Feuer gelegt. Die manuelle Steuerung des Hammers wurde dabei möglicherweise permanent beschädigt. Jetzt kann man die elementaren Modi wohl nur noch wechseln, wenn man ihn schwingt. Ich muss bei weiteren Experimenten größere Vorsicht walten lassen. Und Auslöschung? Ich habe mir die Freiheit genommen, mich in meiner Werkstatt einzuschließen. Alle meine Versuche waren sinnlos. Das ist kein Prototyp. Ich habe nur selbst zu viele Fehler, um seine wahre Perfektion zu erkennen. Der Hammer ist eine Lektion, ein Symbol. Er flüstert mir zu, dass das Chaos über alles herrscht. Aber mit ein wenig Ehrgeiz können wir uns diese Kraft zunutze machen. Wir können Chaos nur in Ordnung verwandeln, wenn wir andere in eben jenes Chaos stürzen. Und das ist eine Lektion, die Halkir noch nicht hören will. Aha. Das ist bestimmt so eine Wissenschaftswaffe. Eine verlorene auf der Groundbreaker. Warte mal, es ist hier dieses, dieser, hier? Da. Waffen aus der endlosen Leere. Bring die Wissenschaftswaffe der Groundbreaker an dich. Die Protokolle auf Hawthorns Terminal erwähnten Gerüchte von der Groundbreaker über einen Wissenschaftler, der damit geprahlt hat, eine mächtige Waffe zu erforschen. Vielleicht finden sich auf der Station weitere Hinweise. Ein weiteres Protokoll von Hawthorns erwähnt Gladys Laden bei seiner Suche nach alten Aufzeichnungen. Anscheinend hat der Schmuggler dort öfter eine heiße Spur gefunden. Aha. Das habe ich wieder irgendwas gemacht, was ich noch gar nicht hätte machen sollen. Aber ich habe halt diese geheime Passage gefunden. Was auch nicht schwierig war, weil hier das ja alles zugänglich ist. Also auf der Karte als zugänglich gilt. Ihr Prismahammer, Wissenschaftswaffe. Hammersmith arbeitete an einer Hammerwaffe, dem Pulshammer, dessen Pläne von der Rivalin Aramid Ballistics gestohlen wurden, die sie schneller marktfertig machte und verkaufte. Währenddessen machte man sich in der Werbekampagne darüber lustig, dass Hammersmith keinen einzigen Hammer im Sortiment hatte. Hammersmith-Manager verlangten als Antwort nach dem ultimativen Hammer. Leider war der Prototyp so teuer, dass er nie in Serie ging. Eine Zweihandwaffe. Jochs Waffenforschungsabteilung Wissenschaftswaffen. Wissenschaftswaffen sind einzigartige Waffen mit Effekten, die ebenso mächtig wie schräg sind. Sowohl der Schaden als auch die Effekte der Wissenschaftswaffen erhöhen sich zusammen mit deiner Wissenschaftsfähigkeit. Aha. Gab nur 4000 EP, das ist ein bisschen wenig. Angucken. Ja, da ist viel Technik in dem Hammer drin, das stimmt schon. Macht Schaden zu Boden werfen. Oh ja, gut, es ist halt eine zweihändige Waffe.
Ein zweihändiger Hammer mit übertrieben großem Kopf, der abhängig von der Wissenschaftsfertigkeit des Nutzers durch Schadenstypen wechseln kann. Aufgeladene Angriffe mit dieser Waffe setzen einen Energiestoß frei, der Ziele auf Distanz trifft. Schwungangriffe mit dieser Waffe verursachen mehrere Schadenstypen auf einmal. Ja, aber ich werde nicht benutzen. Das ist eine Zweihandwaffe und Trinkel nutzt das definitiv nicht. Da müsste ich andere meiner alter Egos spielen, die Zweihandwaffen benutzen. Tresor. So, so. Ein Putzlumpen. Und dieser Typ, der hier geforscht hat, hat sich irgendwie selbst ausgelöscht, hat er gesagt. Ich will nicht genau wissen, wie. Ja, hier war nur der Hammer. Na dann. Gehen wir hier mal raus, als wäre nichts gewesen. Und machen die längst versiegelte Tür, die seit Ewigkeiten versiegelte Tür, wieder unversiegelt. Parvati, husch. Dahin. Wir machen die mal zu. Dann fällt es gar nicht so auf, dass sie jetzt zugänglich ist. Schön. Das erste Geheimnis entdeckt. War aber nicht so schwierig. Und jetzt haben wir hier... Das ist wahrscheinlich schon die nächste Ebene. Das ist jetzt 4 von 6. Und wenn wir da runtergehen, hier die Treppe, dann sind wir wahrscheinlich auf Ebene irgendwas von 6. Nein, das ist falsch. Ja, 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 ja. Ach so, wir hatten Glück, dass wir gerade zur Nachtzeit da drin waren. Die Tageszeit sieht man hier ja gar nicht. Deswegen war da niemand drin und die haben alle geschlafen. Weil jetzt sind die alle wach. Jetzt könnte man hier nicht so gut klauen. Also Dinge finden, wie wir das getan haben. Liebes, kommst du wieder? Ja, danke. Wir haben nur noch den Weg hier durch dieses große Tor. Durch das große Tor. Hin zu den nächsten... Oh, wow, 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 wow. Ebenen. Hallo. Das ist das Promenadendeck. Oh, das gefällt mir hier. Wir bleiben, wir trinken hier. Wir suchen uns ein schönes Appartement. Na du? Rizzo's Knock You Out Bar. A CTN 76 milk chocolate bar with caramel and pea-free nuts in it. It's time for a KYO. Du hast doch vielleicht Gehirn gewaschen, wenn du den ganzen Tag neben dieser Werbedrohne stationiert bist. Okay, wir gehen promenieren. Ja, 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 ja. Schick. Yeah, about 10 years back. That was before Bedford negotiated for a bigger office on the promenade. Must be good at his job. Better than the last. Between you and me, though, he works twice as hard for himself as he does for the board. Prerogative of management. Still, there's a lot more corporate ships in the bay these days. Mm-hmm. Interstellar-Crew, Fracht-Crew. You ever hard up for work? Try Sublight Salvage. Mm-hmm. Good pay if you're morally flexible. Moralisch flexibel sind wir. Was haben wir hier? Das ist eben eine 5 von 6. Ja, das... Oh, das wird dauern, bis ich hier über... Ach du meine Güte, die ganzen Kämmerchen. Das wird echt dauern. Da hinten ist, glaube ich, Glättis. Aber ja, hier ist auch irgendwas, auch irgendein Questziel. Hallo, guten Tag. Werde ich hier beschossen? Oh, can we rent an upstairs room? We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers of alien wildlife and the unemployed? Talk to your local manager about applying for military training and lend your life to protecting our wonderful brands and products. Military service does not guarantee full employment rights, tax breaks, military discount, health benefits, military burial, participation medal, training, or weapon. You've been listening to Halcyon News, your mandated duty as a good citizen of Halcyon. Also sich zu einer Militärausbildung zu melden, beinhaltet keine Militärausbildung. Ah, das ist interessant. Was ist das denn für ein Etablissement?
Mido, erzähl mal. How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Das heißt, ihr seid so eine Art Hotel. Wie ist das Leben so auf der Groundbreaker? Fine, as long as the board keeps its grubby mitts to itself. Chief Tennyson holds the ship together, the promenade holds our economy together, and Sublight is the shoddy jewel in our rusty old crown. Mhm. Wie hält sich die Groundbreaker den Vorstand vom Hals? Our Chief Tennyson has an independent streak, same as her mother and grandmother who rode this ship on the crossing. There's a reason the board's embassy is a glorified shoebox. While Junlei Tennyson lives and breathes, Groundbreaker remains free. Mhm. Du hast Sublight erwähnt. Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris field she didn't like. She freely admits she planted her roots in Groundbreaker to escape board oversight. But I think there's more to it. She's unusual in the head, that one. Aha. Machst du auch Geschäfte mit den Händlern an der Promenade? Of course. Most of our supplies come and go through merchants. Company ships and salvage runs are the only traffic we tend to get. I try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he paid it in spades. Dem unheimlichen Typen in der Mondmaske bleibe ich aber fern. Das ist der Mondjunge, von dem haben wir schon gehört. Das Leben als Konzernmitarbeiter fördert seinen Tribut und den hat er schon zur Genüge entrichtet. Aha. Ich suche nach Gladys. Oh, you can't miss her. Right behind you, number two. First unit on the left. Or second unit from the right, depending on which direction you count from. Okay, danke. Hier ist also Gladys. Na dann. Beinahe, warte mal kurz. Und weg. Das habe ich nicht verstanden. Aber CNP ist eine andere Marke. Und hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Och, gar kein Gesang. Schade. So, eine Müllabfuhr habt ihr ja auch vielleicht. Und Ratten. Graue Spreads. Ah, Fliegen habt ihr auch. Was ist das? Das gucken wir jetzt später an. Gladys. Genau hier. Darf man hier rein, Spacer? Hm? Ich glaube schon. Hallo! Wir würden gerne Tee trinken. Nein, wir möchten gerne miteinander reden. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Oder haben dir die Nachbarn von meinen Zuckerkeksen vorgeschwärmt? Die mache ich ohne eine einzige natürliche Zutat. Und ohne Ofen. Genau wie die, die es sogar Ofen gibt. Ach, die kann handeln. Phineas hat mich geschickt. Er meinte, du könntest mir einen Navigationsschlüssel für Stellar Bay verkaufen. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Ja, wir werden jetzt... Boah, das können wir zwar sogar leisten, aber das machen wir natürlich nicht. Wir sind auf Abenteuer und Aufträge aus. So. Ei, das muss ich sagen, ich muss es einfach sagen. Also, sie sagt, also muss ich nochmal auf Deutsch vorlesen jetzt. Von daher habe ich nur diesen einen Navigationsschlüssel. Die sind nämlich mittlerweile Mangelware.
Er wird dich also einiges kosten. Wenn das deine Prachtschüge nicht hergeben, dann hätte ich eine Geschäftsgelegenheit im Angebot, die dich interessieren könnte. Und Dringis könnte sagen, über mein Prachtstück hat sich noch niemand beschwert. Oh, das sage ich auch. You've certainly been blessed with an abundance of sass, haven't you? But it's your interstellar currency I'm interested in, not your nethers. Okay, wäre das ja geklärt. Da bin ich auch ein bisschen froh drüber, wenn ich ehrlich sein soll. Also sie jetzt in Phineas Namen um einen Rabatt zu bitten, ist ja Quatsch. Sag mal mehr über diese Geschäftsgelegenheit. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little more flexibility. Might be this could help out the groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Nein. Red doch mal weiter. Do you know Edna over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Moment nochmal langsam. Du hast mich jetzt ein bisschen abgehängt inhaltlich. Ich suche einen Schiffskapitän, der moralisch flexibel ist. Jawohl, bist du hier richtig? Kennst du Edna, die Kommunikationstechnikerin? Nein. Das ist eine ganz liebe. Hin und wieder schickt sie mir Übertragungen, die ich interessant finden könnte. Verstehe? Ist das schwieriger zu scrollen? Sie hat mir Aufzeichnungen eines Notrufs geschickt, den sie über die Kommunikationsanlage der Groundbreaker abgefangen hat. Das Interessante daran ist, dass es von einem Außenposten namens Roseway gesendet wurde und Auntie Cleo hat dort schon vor Jahren die Segel gestrichen, also ein nicht mehr in Betrieb befindlicher Außenposten, Roseway. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, haben wir den auf der, wie heißt das, ADA-Schiff, hier Unreliable, in dem Navigationsterminal nicht gesehen. Der war da nicht verzeichnet. An Roseway kann ich mich nicht erinnern. Warum wurde Roseway aufgegeben? Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Mhm. Ich frage nochmal nach, vielleicht so eine Art automatisierte Nachricht? Edna didn't seem to think so, and I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows her comms. So, like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, I'd wager they got something to hide. Uh-huh. Aha, okay. Aber wenn es sich um eine geheime Konzernstadt handelt, warum dann das SOS? Maybe whatever they're hiding went to heck. And now they need a few spare hands to clean up the mess. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. Uh-huh. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Okay. Also, es scheint ja so zu sein, die mächtigen Konzerne der Erde oder einige davon haben quasi ein Konsortium oder ein Joint Venture gebildet, um hier Halcyon zu kaufen. Und es wird immer noch von so einer Gemeinschaftsfirma geleitet. Deswegen gibt es auch nur einen Vorstand für das ganze Halcyon-System. Aber trotzdem scheinen, nach dem, was ich hier von ihr höre, die Konzerne immer noch auch durchaus gegeneinander zu handeln und zu arbeiten. Oder zumindest könnte man das sehr leicht antriggern, weil sie am Grunde immer noch Konkurrenten sind. Auch wenn sie dieses gemeinsam gekaufte System hier gemeinsam verwalten und gemeinsam bewirtschaften. Und da will sie jetzt ein bisschen den Konkurrenzkampf untereinander antriggern, um die, ja, um die Konzerne zu beschäftigen, sagen wir so. Okay, Drinki hat das so verstanden, wie sie das gemeint hat, glaube ich zumindest, und sagt, meine Dienste sind nicht billig.
Neither do mine, dearie. Old Gladys knows the value of good work. You'll be compensated accordingly, I can promise you that. Should you find yourself responding to a certain distress call, and in so doing find yourself in possession of certain valuable corporate secrets, well, then we ought to have a chat over a pot of tea and my famous cookies. Aha, deine Cookies, die ohne Ofen gemacht werden können. Ich will nicht wissen, wie das geht. Ich komme wieder vorbei, sollte ich etwas finden. Immer schön im Wagen bleiben. Law bless your Adams. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. Mhm. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Okay, und diesen Navigationsschlüssel für was auch immer kriegen wir erst, wenn wir das gemacht haben, richtig? Weißt du noch von anderen Jobs? Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's Chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. Aha. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. Okay. Gut, also wir kriegen diesen Stellar Bay Navigationsschlüssel erst, wenn wir in Rose, Bimmins gewesen sind. Und da kommen wir erst hin, wenn wir die Unreliable wieder freigemacht haben. Also mit anderen Worten, in diesem Let's Play in 150 Episoden. So ungefähr. Ja, wie schön. Über diese Geschäftsgelegenheit mit dir sprechen? Nein. Andere Themen? What do you want then? My hard-earned wisdom? Ja. Was hat das mit dieser Hitze auf sich? Groundbreakers radiators. Been neither fine nor dandy for weeks now. Miss Junlei's supposed to be getting them fixed, but the board's determined to get in her way. Aha. Wie meinst du das? The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, sir. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. Mhm. Was machst du hier? Oh, a little of this, a little of that. I buy and sell items that require discretion to dispose of. Knickknacks. Curios. Mhm. I also knit throw pillows stuffed with the hair of famous tossball players. But that's more of a passion project. Ich... I'm not sure that's entirely legal. That's half the reason I make them, my dear. But that's not what you wanted to talk about, is it, dear? Sie macht Deko-Kissen, die mit den Haaren berühmter Wurfballspieler ausgestopft sind. Und ich stelle mir das gerade für die Bundesliga vor und finde es sehr, sehr abstoßend. Nein, danke. Wer kommt auf so eine Idee? Warum hat der Vorstand die Navigationsschlüssel für Stellar Bay eingezogen? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Mhm. Wie kommst du darauf? Those board folk are real prideful-like. Never want you looking behind the curtain, lest you see their derrières. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama, showcasing one board screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's our mess. Aha. Sind da noch Leute auf Monarch? Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. Claims he's transmitting from Monarch. But who knows if that's true. Might be true. Might be some new trick from the board. Mhm. Du hast gemeint, dass die Groundbreaker nicht der Kontrolle des Vorstands untersteht. That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss Junlei. Uh-huh. Wie meinst du das? The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, sir. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. Okay, ich hab das verstanden. Andere Themen? Go right ahead, sweetheart.
Süßherz, dankeschön. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Er hat mir was Süßes zugesteckt. Ah, die Fee macht ihre Rolle als Oma nicht schlecht. Die Stationsoma gibt mir ein Bonbon. Und es ist lila, so wie Trinkels erste Hosen im Spiel. Ich möchte das gerne nicht mehr wissen. Spacer, na? Du machst Manspreading, weißt du das? So. Hier schläft sie womöglich. Da liegen Dinge rum. Was ist das da hinten? Ach, das ist nur Zeug. Das brauchen wir alles nicht. Das ist nichts Besonderes. Wenn was Besonderes hier ist, dann ist es hier. Aber ne, da kommen wir ja nicht rein. Na. Hey, hey, hey. Ich habe nichts angeklickt. Komm, hier hin. I'm going. Ja. Danke. So. Können wir uns ja auch eine Putze mieten für den langen Zeitraum, den wir ohne Schiff auskommen werden müssen. Resten der Schlüsselkarte aufschließen. Ist das stehlen? Nö, das ist doch abgeworfen. Weggeschmissen. Hier ist offen. Oh ja, hat sich einer eingemietet. Der Start ins Nichts, deswegen können wir hier mal uns umgucken. Ach, das ist das Gästeterminal. Kostenpflichtige Filme. Hinweis, kostenpflichtige Filme sind nur für Gäste mit Diamant-Abonnement verfügbar. Aber seht euch ruhig unseren Katalog an. Unterhaltungsmodule können an der Rezeption ausgeliehen werden. Derzeit sind 0 Module auf Lager. Mein Freund, der große Möter. Zusammenfassung. Ein Riesenmöter, der in einem Labor gezüchtet wurde, bricht aus und richtet zuckersüße Verwüstung an. Eine Familie von Wissenschaftlern begibt sich auf eine wilde Jagd durch das Emerald Vale. Die Feiertage nicht zu Hause verbringen zu können, stellt sich schon bald als Belastungsprobe für die Familie heraus. Aber sie merken, dass wahre Freunde die Monster sind, die man unterwegs kennenlernt. USM 11. Einstufung für Unterhaltung. Simuliertes Massaker und Leichenanzahl 11. Aha. Bananenklaps. 7? Urschrei der Liebe? Was ist das für ein Film? Ein Mann, der von Troklos aufgezogen wurde, verlässt den Dschungel seiner Heimat, um einen neuen Dschungel zu erkunden. Keystone. Er kam für den Bananenklaps, blieb aber der Liebe wegen. Kann eine junge Konzernmanagerin diese Kreatur bändigen oder wird sie das Tier in ihr erwecken? LAEBK, Bewertung für Leidenschaft, Anthropoide und einvernehmliche Bananenklapse. Root-Verzeichnis. Kostenpflichtige Serien. So, auch nur mit Diamant-Abonnement. Backen mit Edna. In diesem alterwürdigen Küchenklassiker präsentiert Köchin Edna wertvolle Tipps fürs Leben, während sie Rezepte aus dem Buch der genehmigten Kuren backt. Hier lernt man, wie man in der Küche für Ordnung sorgt, seinem Chefkoch gehorcht, einen feinen Biskuitkuchen zaubert und seinem Sous-Chef gehorcht. Edna ist in ihrer Küche der Boss. Jetzt kann sie das auch in deiner sein. Und ein Weltraumkrankenhaus? Wenn die Wände vom Weltraumkrankenhaus sprechen könnten, würden sie vor Schreck kreischen. Diese Ärzte haben schon alles gesehen. Aufgeschnittene Zero-G-Zysten. Extraterrestrische Teratome. In der nächsten Folge, um einem Chem-Dieb oder Chem-Dieb das Handwerk zu legen, muss Dr. Margrave zum Serienbrandstifter werden. Außerdem sehr zu empfehlen, Weltraumkrankenhaus in der Nacht, da wird's richtig spannend. Und Brodericks Brut? Eine ganz gewöhnliche Kolonistenfamilie träumt von Größerem. Während Lucia in der Fabrik arbeitet und verarbeitetes Borst in Konserven packt, hackt ihr tollpatschiger Ehemann wilde Ideen aus, ihr eine fette Beförderung zu verschaffen. Wird der liebenswerte Dummkopf je mit dem zufrieden sein, was er hat? Brodericks Brut ist ein Bekenntnis an den familiären Lebensstil, weniger ist mehr. Stammverzeichnis. Hack 25. Gastnachrichten abrufen. Kriegen wir hin. Jawohl. Von Veritas an irgendwen. Von Veritas an Iceman 69. Sei vorsichtig. Eine der Ratten von UB
hat heute nach dir gefragt, wollte wissen, was du so trinkst, mit wem du... Ach so, hier, das ist Udom Bedford. Ein der Ratten von Udom Bedford hat heute nach dir gefragt, wollte wissen, was du so trinkst, mit wem du redest, wie aggressiv du bist, hat mir sogar Bits angeboten, hab die Bits genommen und ihren Haufen Lügen aufgetischt. Pass auf dich auf, wenn du wieder da oben bist oder wieder da bist. Ich will nicht, dass du in einem Müllschacht landest. Nächste Nachricht. Nochmal von Gleichen an den Gleichen. Icy, lange nichts mehr von dir gehört. Du bist gerade auf der langen Reise nach Dashkova, richtig? Hoffe, es geht alles gut. Wenn du wieder da bist, habe ich einen Ort, wo du dich mit den Deinen treffen kannst. Ist nur ein Lagerraum, aber ruhiger und sicherer als die Bar. Da sollten eigentlich all deine Leute reinpassen. Kostet dich nichts, wenn ich dir ein Bier ausgeben darf. Und? Rizzo PR betreff, es reicht? Guten Tag. Wir haben den Vorschlag nun bereits zum 10. Mal geprüft und sind nach wie vor nicht der Meinung, dass galaktischer Pilz eine akzeptable Geschmacksrichtung für ein Rizzo-Getränk ist. Selbst wenn wir diese Idee verfolgen würden, wiesen die mitgeschickten Proben dennoch äußerst halluzinogene Eigenschaften auf. Das ungeöffnete Paket war bereits potent genug, dass es im Wareneingangsbereich zu Ausschreitungen kam. Das ist ein Satz, den muss man in seiner ganzen Tragweite nochmal lesen. Das ungeöffnete Paket war bereits potent genug, dass es im Wareneingangsbereich zu Ausschreitungen kam. Wer kommt auf solchen Blödsinn? Eine weitere Kontaktaufnahme ist unerwünscht. Ah, verlassen. Ah, schön. Hallo. Entschuldigung. Also das da, Wurfballkarte. Nee, wir stehen hier nicht, sie hat uns ja gesehen. Aber der war auch im wahren Eingangsbereich, der ist noch ein bisschen halluzinogös oder so ähnlich. Geh mal da. Ach, warte, du bist ja gar nicht drin. Gut. Und weil sie gar nicht drin ist. Ach so, aufschließen. Wir haben so einen Schlüssel gar nicht, richtig? Wir haben jede Menge Schlüsselkarten mittlerweile, aber nichts... Ach doch, Rest und Go, tatsächlich. Die Vergabe... Oder wo haben wir die denn her? Haben wir die von dem Typ unten bekommen? Die Vergabe einer Schlüsselkarte impliziert nicht, dass die Verwaltung die Verantwortung für Sicherheit von Räumen oder Besitztümern im Resten Go übernimmt. Nicht verlieren. Ernsthaft. Hast du eine Ahnung, was es kostet, einen Tresor auf neue Schlüssel umzustellen? Billig ist es nicht, Milo. Mhm. Dann können wir hier ja aufmachen. Das scheint hier erstmal unsere Station zu sein. Also unser Quartier, sagen wir so. Sure. Wir haben nur ein Bett, Parvati. Und ich schlafe nicht, ich wiederhole nicht auf der Couch. Auf dieser Club-Couch, die sieht sehr unbequem aus. So, das ist ein bisschen hier meine Aufmerksamkeit. Haben wir eigentlich was dafür bezahlt? Nicht wirklich, glaube ich. Wir haben 13.000 irgendwas Bitmodule, genau. Das hat alles beim Auschecken hier bezahlt werden müssen, was ich hier gerade konsumiere. Schlafen. Naja, gut. Immerhin. Achso, kann ich jetzt was reintun? Ja, kann ich. Okay. Also hier könnten wir Sachen abladen, solange die ADA unreliable nicht verfügbar ist. Und das wird noch eine ganze Weile so dauern. Und wir werden sie auch definitiv noch nicht zurückbekommen im nächsten Teil. Bis dahin!